Huch, du bist ein Jura. wir hatten so eine Mädchenklicke in Berlin und die müssen natürlich was unternehmen. Und wir hatten einen Freund, bei dem wir uns in der Wohnung immer getroffen haben. Und der hat dann auf einem Jazzfestival in Polen irgendwie ein paar coole Typen kennengelernt und hat gesagt, da fahren wir hin, mit denen treffen wir uns. Bringt jetzt alles durcheinander? Nein. Jedenfalls war dann eine von den berühmten Kunstausstellungen in Dresden. Und da sind wir alle gemeinsam hingefahren, weil wir alle künstlerisch interessierte junge Leute waren. Ja, und dann da sind wir dann durch die Bilder gegangen und haben versucht, welche Bilder wie viel oppositionellen Gehalt haben. Ich erinnere mich an ein Bild, wo jemand, ein Soldat, über so eine komische Wand springen musste, so eine Kletterwand, weißt du noch? Nee. Naja, jedenfalls, dann abends haben wir uns in der Wohnung von Olafs Schwester alle getroffen, um da zu übernachten. Und ja, so wie das bei jungen Leuten ist, dann fährt man noch mit dem Zug zurück, zusammen nach Berlin und kommt sich immer näher. Und dann ist er immer wieder gekommen, aus Stralsund nach Berlin. Ist er nicht wieder weggegangen, bis jetzt. Ich musste in die Stadt ziehen, weil meine Mutter unbedingt nach Berlin wollte, ihr Leben lang, und hat es erst geschafft, als ich schon 15 oder 16 war, da war es zu spät. Da wollte ich schon nicht mehr in die Stadt. Und so eine gewisse, wie sagt man dazu, Industriekritik oder irgendwie sowas, also dass man keine Lust hat, einfach in dieser Stadt zu leben, wo es so wenig Grün gibt, und ich wäre lieber draußen geblieben. Und das ist irgendwie, das war der Beginn. Dann habe ich mir die Haare aus Protest wachsen lassen und bis heute nicht abgeschnitten. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr mit dem Widerstand. Die Postfrau hat meine Haare gekämmt. Die war unsere einzige offizielle, wie heißt das, IM. Die hat gesagt, sie möchte mir mal meine Haare kämmen damals. Das hat ja frisch hergezogen sind. Und da hat sie sich bestimmt mit mir unterhalten. Dann alles aufgeschrieben. War damals schon so ungekämmt wahrscheinlich. Wir zogen hierher und alle hatten Glatze, außer Möhne. Die hatte lange Zöpfe. Wir? Wir waren Wolfgang, Christina, Maler. Und sie, Holzgestalterin, der Sohn, Zeppelin, den habe ich alle drei Glatze geschnitten. Ich und Undine. Und unsere Tochter Undine, die hatte auch Glatze. Wir waren also schon fünf. Und dann hatten wir noch Besuch aus Berlin. Georg, der wohnt hinten inzwischen an der Dorfstraße und der ist gerade 70 geworden. Dem habe ich auch eine Glatze geschnitten. Und mein Bruder, dem auch. Und ich glaube, Moritz auch, mein Halbbruder, ne? Ja, und dann sind wir alle baden gegangen. Ja, ganze nackig. Leute, Glatzköpfe in den Fluss hier unten und die Einheimischen. Die wissen das heute noch. Die haben immer gesagt, die Berliner und die Studenten. Die Glatzkopfbande. Ja, krass. Und das Verschärfte war, wir hatten ein Jack zu dem Zeitpunkt. Ich war ja mal Raubtierpfleger in Stralsund und dann hatte ich gewusst, der Oljenek, das war der Direktor, der verkauft alles Mögliche. Und den hatte ich gefragt, ob ich bei ihm ein Jack kaufen kann. Ne? Und dann brauchte ich eine Bestätigung vom Bürgermeister, dass ich ein wehrhaftes Tier haben darf. Ne? Dann habe ich mir so einen Zettel geholt und bin dahin und dann mit dem Tierarzt hier vom Nachbardorf, mit Trabant Kombi, dahin gefahren, das Jack betäubt, hat eine Spritze gekriegt. Das war so ein kleiner Braunbär im Kofferraum. Und dann kamen wir hierher und die Leute haben gesagt, der bleibt euch tot. Ne? Aber das Tier hat nichts getrunken. Ne? Die war gerade mal so 2 Wochen alt oder so. Die Mutter hatte das weggestoßen und nach 2 Tagen war ich dann die Mutter. Ne? Und dann fuhren hier die Trabants vor mit den Leuten später, als das ein großes Tier war, und haben das Jack besichtigt, ne? Wenn das hier angekettet war vorm Haus. Damals ging ja noch die Straße hier lang. Ne? Ja, das war eine Sache. Also unterm Strich haben wir diesen ganzen ländlichen Raum so als Freiraum genutzt.
dass man hier Dinge machen kann, die in der Stadt nicht gingen. Und da haben wir uns, glaube ich, ganz locker entwickeln können zu dem Punkt, wo wir heute sind. Ohne dass es da irgendwelche Bricks gegeben hat. Nur ganz viele lustige Geschichten.